Grüß euch miteinander und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Sendung «Einfach Mensch». Heute gehen wir nicht auf die Strasse, wie ihr das sonst kennt. Heute sind wir zu einer Frau heimgegangen. Sie heisst Gabriela Novak und sie sagt von sich selber, sie sei hellsichtig. Das erzählen ganze Haufen Leute, aber wir gehen dem heute ein bisschen mehr auf den Grund. Hoi Gabriela. Hallo Lukas. Du sagst, du seist hellsichtig? Ja, das ist richtig. Wie kommst du denn auf das? Ja, das ist eine angeborene Fähigkeit. Und die begleitet mich durch die 46 Jahre. Und ich weiss und ich habe erkannt durch mein Leben, dass immer wieder zu Momenten gekommen ist, wo die Hellsichtigkeit, wo ich schneller bin oder schneller etwas wahrnehme, als dass die Menschen überhaupt selber für sich sehen. Aber jetzt gibt es ja wahrscheinlich ganze Haufen Menschen, die das von sich auch behaupten und sagen, ich sehe mehr, ich spüre mehr. Also da gibt es ja tausende, unendliche Beispiele. Kannst du es denn auch so ein bisschen festmachen an etwas, wo du sagen, doch, das ist wirklich nicht so das Übliche, oder? Genau, also ich habe eine Praxis und es kommen sehr viele Menschen zu mir, die um Rat fragen, die bei den Ärzten waren sind oder in anderen verschiedenen Therapieformen und nicht mehr weiterkommen. Und dann schaue ich mir die Leute an, ich mache einen Bodyscan und sehe dann sehr rasch, was im Körper wo klemmt und weshalb. Also ich gehe die Ursache der Problematik anschauen. Mhm. Weißt du, wenn so andere Menschen wie jetzt die extrem interessieren, dann hat das in der Regel voran so eine Geschichte, dass man sich mit Menschen überhaupt so auseinandersetzt. Ja. Was ist denn deine Geschichte? Du bist, glaube ich, nicht aus der Schweiz oder nicht in der Schweiz geboren, mindestens. Nein, ich bin in Prag geboren, ja. Und bin mit 9 in die Schweiz gekommen. Und dann hat meine Mutter da im Spital einen Job gehabt und ich durfte ab und zu dort mit. Und ja, es war so schön, weil ich ganz vieles gesehen und ganz vieles wahrgenommen habe. Und dann habe ich das ihr immer wieder erzählt und dann ist sie ihr unangenehm geworden, weil sie ist dann immer wieder eingetroffen. Und dann hat sie mir ein Spitalverbot gegeben. Hat sie gesagt, so, jetzt darfst du nicht mehr gehen. Dann habe ich gemerkt, irgendetwas habe ich anders als die anderen Menschen. Weil ich bin davon ausgegangen, dass jeder Mensch eine helle Sicht hat. Mhm. Dass jeder Mensch so das sieht, wie ich es sehe. Völlig normal, oder? Ja, genau. Mhm. Wenn du jetzt sagst, im Spital, du hast Sachen gesehen, hast du gesehen, dass Leute sterben, zum Beispiel, hast du gesagt, der stirbt nächste Woche oder der stirbt morgen. Ja, es war tatsächlich so, ich habe einer Patientin die Hand gegeben und sie begrüßt und ja, es ist, ich bin dann aus dem Zimmer rausgekommen und habe dann meiner Mami gesagt, die Person wird sterben und dann hat sie mich ausgelacht und gesagt, nein, die ist auf dem Weg von der Besserung und sie ist tatsächlich verstorben, ein paar Tage später, ja. Gut, weißt du, ich finde, sterben müssen wir ja alle, oder? Ja, ja. Und wenn du sagst, die Person muss dann mal sterben oder stirbt, finde ich, ist das immer noch relativ weit weg. In ein paar Tagen. Also du hast wirklich das unmittelbar gesehen. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Siehst du durch die Leute durch oder siehst du was, was wir anderen normalen, ja, für uns und Schlusszeichen, wenn ich sehe, was siehst du? Also es ist ja so, ein Beispiel, um ein bisschen auszuholen, ist, wenn ich zum Beispiel im Tram sitze oder irgendwo anfahre oder in Einkaufszentren mich bewege, dann bin ich wirklich overfloated. Also ich sehe so vieles bei den Menschen, was abgeht, dass ich sehr viel Rückzug brauche und sehr viel Schlaf. Und das ist so, dass wenn, das sehe ich in der Gesellschaft. Und zurück zu deiner Frage ist, wenn ich jemanden one-to-one habe, dann mache ich kurz Augen zu und gehe durch deinen Body, also mache wieder so einen Scan, um zu schauen, ja, was hast du vielleicht irgendwo Blockaden oder was spricht für eine Krankheit, weshalb ist sie gekommen, was ist die Ursache? Und dann mache ich einfach die Augen zu und spüre selber, dass ich einfach etwas anderes im Hirn verändert sich. Und weil mich das so fasziniert hat und ich habe das niemandem erklären konnte, habe ich mir seit Jahren gewünscht, so eine Hirnmessung zu machen. Genau. Auf das kommen wir im Verlauf dieser Sendung noch darauf zurück. Genau. Aber ist es denn so, dass man dich früher so fast ein bisschen in eine Behandlung schicken und hat gesagt, ja, also, Gabriela, du hast da wieder Vorstellungen, das geht doch nicht, also komm jetzt endlich auf den Boden und wird normal. Hast du so Sachen erlebt, die man dir das gesagt hat? Ich habe so Sachen erlebt und das hat mir einen unglaublichen Drive gegeben.
Und ich habe mich sehr, sehr weitergebildet in verschiedenen möglichen Themen, Gesprächsführung, in psychosoziale Arbeit, in eidgenössische Diplom habe ich absolviert, damit ich eben nicht als einfach so daherkomme, dass ich einfach nur ein bisschen Leute lese. Also ich habe fundierte, also viele fundierte Ausbildungen und mit dieser Hellsicht ist das einfach ein super Package. So von dem her, so wie ich jetzt aufgestellt bin, ist es einfach, ja, da kommen die Leute nicht mehr. Du kannst ja froh sein, bist du in der heutigen Zeit geboren, oder? Früher hat man die wahrscheinlich auf einen Scheiterhaufen geschmissen und hat gesagt, das ist eine Hexe, die verbrennen wir, die muss weg, oder? Bist du dir das bewusst, dass das vielleicht auch in der heutigen Zeit für viele Leute immer noch extrem schwierig ist und vielleicht nicht fassbar? Ja, natürlich, weil meine nächsten Leute, meine Kinder, mein ehemaliger Partner, die haben gesagt, schau, Gabriela, es ist so schwierig, mit dir zu leben, weil vor dir kann man nicht lügen. Und es ist, auch meine Mutter hat gesagt, du siehst mir im Magen rein, ich habe Angst, manchmal neben dir zu sitzen. Also es ist, ja, es ist, ich werde damit konfrontiert und jeder Mensch hat Ecken und Kanten. Und wenn der Mensch transparent ist und zu den Sachen steht, die er hat, dann ist es ja nur ein Mehrgewinn. Also es ist ja ein Gewinn für den anderen, wenn ich etwas sehe, wo ich ihn vielleicht auflupfen kann auf etwas. Kannst du überhaupt irgendwo hergehen, ohne dass du all die Sachen siehst, die du vielleicht manchmal gar nicht sehen willst? Ist das möglich oder ist das einfach für dich wie ein anderes Bild? Du siehst halt den Menschen, wie du siehst einfach so rein und siehst halt, was los ist oder was nicht los ist. Ja. Nein, also es ist so, ich habe gelernt, switchen aus und also abschalten, einschalten, damit es mich wirklich nicht überflutet. Aber ich gehe, also die Leute, die mich kennen, die mich näher kennen, die wissen, ich gehe nicht shoppen. Also ich gehe nicht gerne in Einkaufszentren, in Bodies, wo viele Menschen herumgehen. Ich bin viel allein daheim und gehe gezielt raus. Ich brauche immer wieder Zeit, weil ich merke, dass ich manchmal so viele, viele Bilder im Kopf habe, die ich von den Menschen aufnehme, dass ich die setzen lasse. Genau. Lass uns mal ein bisschen zurückswitchen, wo du bist. Ein junges, kleines Mädchen warst. Wann hat es angefangen, dass du gesagt hast, oder gemerkt hast, irgendwas ist anders. Ja. Meine Kolleginnen, meine Kollegen, die sehen Sachen, die ich sehe, die sehen das gar nicht. Wann hat das angefangen bei dir? Es war so, dass ich im Spital auf die Welt gekommen bin, in Prag. Und scheint, hat meine Mami gesagt, es sind ganz viele Menschen gekommen und haben ins Bett hineingeschaut und gefunden, das Kind hat ja sonderbare Augen. Und ja, und ich habe einfach so als Kind mich bewegt und einfach so vieles wahrgenommen und habe das erzählt. Und dann hat man mir so ein Wort verboten. So, ja, und das tun wir jetzt da nicht erzählen. Also wenn du auf Besuch gehst, dann tu das nicht erzählen. Es hat sich dann irgendwann gekehrt. Ich bin so die Beraterin von der ganzen Familie geworden. Also wenn jemand irgendein Problem hat, dann kommt er zu mir und sagt, du Gabriela, könntest du mir sagen, wie wird es rauskommen, was soll ich machen? Jetzt ist es normal. Ja. Aber können wirklich, weißt du, das ist für mich fast nicht nachvollziehbar, können Menschen zu dir kommen oder könnte ich zu dir kommen und sagen, Gabriela, ich möchte wissen, wo bin ich so in 5 Jahren, wo könnte meine Reise hergehen? Und dann kannst du das wie irgendwo festmachen oder wie sehen? Für mich ist einfach wichtig, ich mache bewusst nicht irgendwelche Prophezeiungen, aber ich mache Diagnostik. Also ich sehe einfach das höchste Prinzip, das göttliche Feld und ich sehe das höchste Potenzial. Also ich kann dir sagen, lieber Lukas, schau, es wäre jetzt vielleicht wichtig für dich, dass du dich so und so ernährst, aus dem und dem Grund. Und du kannst ja dann immer noch wählen und sagen, ah ja, nein, das mache ich nicht und es ist anders. Und dann gibt es zum Beispiel zu einer Problematik vom Magen. Genau. Was sagen die Ärzte zu solchen Sachen, wenn du mit Ärzten in Kontakt kommst? Oder Leute, du hast vorhin erzählt, oder? Es gibt auch Leute, die zum Arzt gehen und die bekommen, weiss nicht, Medikamente über und es nützt nichts. Und dann kommen sie vielleicht per Zufall auch noch zu dir. Und du sagst, nein, hör auf mit dem, mach das und es wird gut. Was sagen die Ärzte? Für mich ist etwas Wichtiges, was ich, also meine Vision kurz noch ist, wirklich mal mit den Ärzten zusammenarbeiten. Also mit der Medizin ineinander hineingreifen, eine wertschätzende Haltung aufbauen und Akzeptanz von beiden Feldern. Weil ich denke, durch meine Geschwindigkeit von der Hellsicht, vom Reading, das ich gebe,
könnte man ganz gross Kosten einsparen. Also ich denke, ich möchte die Ärzte sensibilisieren im nächsten Schritt für eine wohlwollende Zusammenarbeit. Wie siehst du dich selber? Ganz normal. Ich bin einfach Gabriela, eine normale Frau von zwei erwachsenen Kindern. Ich bin sehr humorvoll, lache gern, tanze gern. Also ganz normal sehe ich mich. Jetzt, ich habe es vorher schon gesagt, oder? Es gibt ja ganze Haufen Leute, die wahrscheinlich sagen, ich habe die Hellsichtigkeit, die Fähigkeit. Oder es gibt ja noch Leute, die sich Medium nennen und sagen, ich kann mit Toten Kontakt aufnehmen. Kannst du das so? Es ist ja so, ich habe, es gibt sicher Bilder, die ich aufnehme, aber ich habe mich wirklich auf Diagnostik spezialisiert. Und für die Toten, Verstorbenen, das sind für mich mehr die Mediums zuständig. Mhm. Wie läuft das ab, wenn jemand zu dir kommt? Du hockst her mit denen und schaust ihnen einfach mal tief in die Augen, ja, oder also, machst eben den Bodyscan? Du würdest jetzt zu mir kommen und ich würde einfach kurz dich mal reden lassen, erzählen lassen, wie es dir geht. Und dann erzählst du, und in dem Moment, wenn du redest, nehme ich schon sehr viele Informationen auf und schaue dich natürlich ganz, ganz genau an und werde dir sagen, du Lukas, ich werde mich jetzt für ein paar Minuten versenken, damit ich einfach noch tiefer kann schauen kann und gehen in gewisse Zustände vom Hirn, dass ich null Ablenkung kann, dass ich das ganze Feld kann lesen kann. Genau. Und da kommt jetzt eben die Wissenschaft ins Spiel, oder? Ja. Wo bei dir auch nachweisen kann, dass du nicht wie jeder normale Mensch mit deinem Hirn umgehst oder wie dein Hirn mit dir umgeht. Ich weiss es gar nicht, wie wir es sagen können. Und für das haben wir eben heute auch einen Beweis quasi dazu genommen. Und das ist der Dr. Amicici. Ja, Amicici. Amicici, ganz schwieriger Name. Und den nehmen wir jetzt gerne dazu. Der wartet nämlich schon. Und der kann uns dann vielleicht erklären, wie das wirklich über die Bühne geht mit dem Zustand von Trance oder eben nicht Trance oder wie auch immer. Also ich freue mich riesig. Es war schon lang ein Wunsch von mir. Und der ist mir jetzt erfüllt worden, damit es wirklich fundiert und wissenschaftlich untermauert ist, und ich bin sehr, sehr dankbar für die Zusammenarbeit. Bist du auf ihn zugegangen oder ist er auf dich zugekommen? Es war ein Gegenseitiges. Also ich habe ihm erzählt, ich würde das gerne mal messen lassen. Und der Dr. Amicic hat sich bereit erklärt, das zu machen. Und dann hat es die ersten Messungen gegeben. Und die waren schon so toll gewesen, dass der Dr. Amicic dann mehr sich reingeknüllt hat. Also, jetzt bitten wir ihn doch zu uns, dass wir das miteinander anschauen können oder dass er uns das erklärt. Er ist Naturwissenschaftler, das kann man glaube ich sagen, und war schon an der Uni Zürich unterwegs und glaube schon... Uni Konstanz. Uni Konstanz. Und er versteht bestens Berndeutsch, das kann man auch noch sagen. Warum genau. Eigentlich? Ich habe einen guten Kollegen aus Bern. Dr. Amicic, jetzt habt ihr ja nachweisen, dass Gabriela eben anders mit ihrem Hirn umgeht als die meisten Menschen von uns, oder? Wie kann man das nachweisen oder wie kann man das messen? Eigentlich, das ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Also unser Gehirn funktioniert auf verschiedene Frequenzen, also verschiedene Geschwindigkeiten. Wir haben Frequenzen, wenn wir wach sind, wenn wir uns entspannen, konzentrieren, und wir haben Frequenzen, wenn wir schlafen. Ja. Und zwar mehrere Frequenzen für Tiefschlaf oder wenn wir so nicht im Tiefschlaf sind. Und wir können diese Frequenzen nicht einfach so bewusst ändern. Mhm. Zum Beispiel Frequenzen, wenn wir relaxiert sind, wir können Augen zumachen, wir sind im Alpha-Bereich von 8 bis 13 Hertz. Wir können uns konzentrieren, wir steigen bis zum 30, 40 Hertz. Aber wir können nicht bewusst umschalten auf Frequenzen, die für Schlaf zuständig sind, die nur im Schlaf auftreten. Von 0,5 bis 8 Hertz. Das können wir nicht bewusst sein. Frau Nova kann das. Also das heisst, sie kann in einem bewussten Zustand sich in den Zustand bewegen, wie wir normale Menschen nur im Schlaf. So ist das. Und zwar kann sie das sehr schnell, innerhalb von ein paar Sekunden, kann sie ihre Frequenzen, bewusste Frequenzen ausschalten, für uns Schlaffrequenzen einschalten und immer noch bewusst bleiben. Und was hat das mit der Hellsichtigkeit zu tun? Also, wenn ich schlafe, heisst das in dem Moment, wenn ich schlafe, dann bin ich auch hellsichtig.
Wenn wir schlafen, ich habe manchmal Träume. Man sagt, man träumt immer, man erinnert sich vielleicht, wenn irgendein Moment wach ist, plötzlich. Nicht immer. Aber irgendwas bewegt sich im Gehirn. Niemand weiß, wozu brauchen wir Schlaf. Jemand sagt es, Memory, Konsolidierung. Es gibt viele verschiedene Theorien, was das ist. Es gibt eine Produktion von Hormonen in dem Zustand, werden angeregt und so weiter und so fort. Aber es ist Fakt, dass wir uns erinnern können an Träume. Also ich habe irgendwelche Bilder, irgendwelche Zustände, Szenen im Traum, im Schlaf. Also in dem Frequenzbereich kann sie was passieren. Bloß es ist ein Schutz für uns, dass wir uns nicht erinnern dürfen an sowas. Und jetzt, wenn sie beim Bewusstsein ist, geht in diese Frequenzen, dann sieht sie das, was wir uns nie ermöglichen. Wir haben keine Möglichkeit. Gabriela, träumst du auch anders als wir normalen Menschen in diesem Moment? Ich kann natürlich auch nur von meinen Träumen ausgehen. Ja. Und meine Träume sind zum Teil also sehr, sehr, sehr klar. Und es gibt Phasen, wo ich wirklich ganze Bücher träume. Mhm. Aber ich verarbeite oftmals die Zustände vom Tag, wenn ich mit Klienten arbeite. Aber wenn du jetzt mit Klienten schaffst, wie du das eben nennst, ist das für dich auch wie ein Traumzustand? Ist das für dich wirklich ähnlich, wie wenn du in der Nacht schlafst, wenn du so langsam einschlafst und vielleicht auch in die Traumphase kommst? Ist das ein ähnlicher Zustand, wenn du einen Klienten vor dir hast? Es ist so, dass es sind andere Strukturen, andere so Frequenzen, also die Frequenzen der Bilder sehen anders aus. Die Bilder sind oftmals, wenn ich Lesungen mache, sind die blau gefärbt und haben sehr, sehr hohe Schwingung. Und ich tue die Bilder dann deuten und lesen und übersetzen für die Leute. Aber es ist ein ähnlicher Traumzustand, aber fühlt sich ein bisschen anders an, sieht anders aus. Es hat eine andere Struktur. Dr. Amicic, und das können eben nicht viele Menschen, wirklich so schnell bewusst switchen, wie das Gabriela kann. Und das ist eigentlich der Beweis, dass sie aber hellsichtig ist und nicht einfach Hokus Pokus. Es ist nicht Beweis, dass sie hellsichtig ist, aber es ist ein Beweis, dass sie in der Lage ist, was zu tun, wovon wir nur träumen können. Mhm. Für uns ist es unmöglich. Es gibt Überlieferungen von Sanskrit 1500 vor Christus, dass man durch 20 Jahre durch gewisse Training und so diese Frequenzen senken kann. Aber auch dort geht das nicht einfach so ruckzuck. Und bei ihr geht das. Wie erklärt ihr euch das als Wissenschaftler? Ich habe keine Erklärung dafür. Und ist euch noch gar nie so etwas begegnet wie jetzt Gabriela? Ich hab mich damit nicht befasst. Ich hab so viele Menschen gemessen. Im bewussten Zustand ist man einfach in bewussten Frequenzen und im Schlaf ist man Schlaffrequenzen. Aber dass man so. Sie kann sich durch das ganze Spektrum bewegen. Sie kann zum Beispiel einschalten, bewusste und Schlaffrequenzen. Und sie ausschalten, wie Licht ausschalten. Also man kann sich sowas kaum vorstellen, aber ich habe es gemessen. Ich weiß, wenn sie ganz tiefe Frequenzen geht, also von nur 5 bis 2, da bekommt sie Panik in einem Moment, weil sie verliert sich dann. Also irgendwann mal ist Schluss auch für Frau Nowak. Ja. Weil sie geht zu tief und dann kriegt sie Angst und dann kann sie wieder nach oben gehen, im höheren Frequenzbereich und dann sehe ich mir auch bei Bewusstsein. Mhm. Aber das ist auch für uns, auch diese Frequenz ist für uns unvorstellbar. Das ist wie eine Reise, die du machst, oder? In ja, Moment. Genau. Also ich merke, wenn ich zu tief runterfrequentiere, wenn ich sehr komplexe Themen behandle, wo ich an den Ursprung der Problematik will, dann kann ich so weit runterreisen, dass ich wirklich Raum und Zeit auflöse, so für mein Gefühl. Und dann muss ich wirklich auch schauen, dass ich gut wieder zurückkomme. Also ich merke so, jetzt ist der Moment, um zurückzukommen. Also ich hole alles ab, an Wissen, was ich brauche, und komme wieder zurück und gehe in einen anderen Zustand, wo ich nur so halbe Bilder überkomme. Und dann switche ich, übersetze ich mir die Bilder in ganze Bilder und dann transportiere ich sie am Gegenüber, sodass er mich versteht. Ich habe die Gelegenheit gehabt, das festzuhalten bei einer Messung.
Dr. Amicic, der hat ja vorhin gesagt, man kann das sogar belegen und messen, dass jemand vielleicht auch sichtig ist oder mit seinem Hirn anders kann umgehen als normale Menschen. Oder früher sind sie ein bisschen abgestempelt worden als Scharlatane. Heute kann man es offensichtlich belegen. Wie sieht denn das aus? Genau, also früher war das so, dass alle abgestempelt sind und das ist eine Art von Diskriminierung, weil natürlich gibt es Scharlatane wie überall, in jedem Beruf, das ist nichts Neues. Aber es gibt wirklich Menschen, die in der Lage sind, mit dem Gehirn irgendwas zu tun, was sie nicht tun können. Es ist zwar kein Beweis, dass sie hellsichtig sind, aber es beweist, dass sie können im Frequenzbereich sich bewegen, dass sie einfach nicht in der Lage sind und nie in der Lage sein werden. Wem ist jetzt das Hirn, das wir hier sehen? Wem ist der Kopf? Ist der von der Gabriela oder ist das jemand ganz anders? Nein, das ist eine Frau, die irgendwas tut, Klavier spielt. Und das sind Frequenzen, Wachfrequenzen. Also sieht man Aktivität im Kopf? Ja, genau. Sieht man hier Aktivität. Ja. Hier in dem Bereich, also wir haben da von 13 bis 35 Hertz, das ist so Aktivität, kognitive Aktivität, wenn man irgendwas denkt oder so. Das sind Schlaffrequenzen. Natürlich ist da nichts zu sehen. Also das heisst, dort ist jetzt aber wirklich, der schläft. Die Person schläft. Nein, nein, nein. Nein, das ist dieselbe Person. Ja, aber das ist Schlaf links. Genau, das sind tiefere Frequenzen. Sieht, in den Frequenzen sieht man keine Aktivität, nichts. Genau. Und jetzt, wie sieht es bei der Gabriela aus? Kommt darauf an, was sie macht. So. Also wenn sie schläft, sieht es auch so aus, oder? Nimm ich an. Zum Beispiel, wenn Gabriela Mathe macht, sieht so aus. Sie ist voll wach. Aber auch dort sind die Frequenzen eingeschaltet, die Schlaffrequenzen. Aber sie ist voll wach. Okay, das ist noch normal, oder? Genau, das ist alles normal. Ja. Wenn sie durch den Fenster guckt und sie entspannt, ist genauso normal. Hat sie Aktivitäten. Ist auch normal? Das ist normal, genau. Okay. Und jetzt? Jetzt kommt das Abnormale, oder? Jetzt kommt das Abnormale. Gucken Sie mal das und jetzt nochmal zurück. Gabriela tut irgendwas, Matheaufgaben, und jetzt arbeitet sie, macht eine Lesung. Bam. Sie schaut ihr Gehirn komplett aus, Bewusstseinszustand ist ausgeschaltet, Wahnsinn. Und sie bewegt sich in Schlafzustand. Aber sie kann noch besser machen. Gucken Sie mal das. Bam. Ist alles ausgeschaltet. Sie bewegt sich nur von 2 bis 4 Hertz. Versuchen Sie das. Also wenn das jemand kann. Und sie ist noch beim Bewusstsein. Also in dem Moment hat sie Angst bekommen. Ja. Ja. Also es ist zu tief gegangen. Und das ist dann der Switch, den wir jetzt so quasi machen können, dass sie eben im Wachzustand... Genau, sie kann von dem Zustand... quasi wie ausschalten, oder wie mehr... Genau, das nur sie braucht 5 Sekunden, dass sie gesehen haben. 5-6 Sekunden. Spannend. Versuchen Sie das mal zu machen, wenn jemand kann. Also ich kann bestimmt nicht. Was mich noch interessiert ist, der Dr. Amicic hat vorhin gesagt, du bekommst wie Angst über. Wie nimmst du das wahr? Wo geht es dir her, wenn du Angst bekommst? Es sind Momente, wie wenn sich Zeit und Raum auflöst. Und ja, das ist das Gefühl, dass da kann man sich an nichts mehr gross anhaften. Und die Bilder, sie sind dann so schnell, die frequentieren dann so schnell, die bewegen sich so schnell und ich muss die ja lesen können, also muss ich dann die Frequenzen wieder runtersetzen. Also du bist wie überfordert von der Geschwindigkeit, quasi, von den Bildern? Nein, es ist nicht eine Überforderung. Es ist mehr, der Zustand würde man für eine Lesung nicht mehr nutzen. Ja. Weil ich will ja ein kompaktes Bild transportieren. Und da mehrheitliche Menschen visuell sind, hole ich mir die Bilder so klar, damit das Gegenüber etwas kann anfangen kann. Du hast vorhin gesagt, du hast Kinder. Ja. Zwei? Ja. Zwei. Ja. Wie lebt man denn als Hellseherin, hellsichtige Frau mit Kindern? Ist es nicht ein Wahnsinnskampf, wenn deine Kinder auf die Straße rausgehen und du weißt, heute ist einfach nicht gut? Lässt du den gar nicht aus dem Haus? Oder wie machst du das? Nein. 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 Da bin ich wie eine andere Mutter. Da bin ich im Vertrauen. Und natürlich habe ich Ängste wie alle Mütter. Ich habe das Glück, meine Kinder sind erwachsen, 23 und 16. Also von dem her ist die Phase schon durch. Aber meine Tochter, sie sagt, ja, weißt du, Mami, hat dich anschummeln und du siehst sie jedes Mal. Das ist so schwierig, kannst nicht einfach aufhören. Ja.
Was würden deine Kinder sagen, wenn wir die jetzt befragen würden? Wer ist eure Mami? Wie würden sie dich beschreiben? Sie finden das total normal. Sie würden sagen, die Mami ist hellsichtig. Mhm. Und sie hat unglaublich gute Menschenkenntnis. Kommen sie heute noch zu dir und sagen, Mami, ich habe hier ein Anliegen, ja. Woher geht es? Oder ja. Was soll ich machen? Oder, ja. Mhm. Ja. Und hat es schon Sachen gegeben? Du hast gesagt, ja, das habe ich so gesehen. Und ich habe nichts gesagt bei meinen Kindern. Oder musst du das deinen Kindern einfach immer mitteilen? Nein, ich teile nicht alles mit. Mhm. Weil es macht keinen Sinn. Also die Erfahrungen müssen sie dann selber machen. Mhm. Und es ist auch richtig so. Gabriela, ich stelle mir jetzt vor, wenn man gerade so im heutigen Zeitalter so ein bisschen in die Welt schaut, da gibt es ja ganz viele Menschen, die extrem schwarz malen und sagen, es ist nicht gut mit dieser Welt, es kommt nicht gut. Mhm. Wie gehst du mit dem um? Oder was siehst du, wenn du so ein bisschen für die ganze Welt ein bisschen Zukunft schaust, als hellsichtige Frau? Ja, das ist das, was ich eben nicht will machen. Ich will ja keine Prophezeiungen machen, sondern ich will mich wirklich auf die Diagnostik spezialisieren und die Zusammenarbeit mit den Ärzten und den Therapeuten herstellen. Ich sehe natürlich vieles. Ich sehe das Potenzial, wie es könnte irgendwo anführen. Aber ich tue das ist nicht mein Gebiet. Das gebe ich anderen Leuten ab. Aber könntest du es theoretisch, wenn du willst, oder ist das gar nicht möglich? Ist das too much, einfach für die ganze Welt so quasi in die Zukunft zu schauen? Nein, das mache ich nicht, aber ich könnte. Du könntest? Ja, ich will mich irgendwo einfach auch eingrenzen. Ich will auch für mich irgendwo eine Linie ziehen. Das ist, weil sonst ufert das aus. Und das ist mein Job. Also ich bin hellsichtiger Coach und da will ich bleiben. Mhm. Wer darf alles zu dir kommen? Alle Leute, alle Menschen, die irgendwelche Gebrechen haben oder Fragen, Schwangerschaften, die nicht klappen, familiäre Themen, so Sachen, auch Strukturen. Ich kann auch schon durch Sterbebegleitungen machen. Einfach so Sachen, ja. Was denkst du, was es jetzt verändert für dich, wenn man nachweisen kann, dass du hellsichtig bist? Eben wissenschaftlich sogar nachweisen kann. Ändert das jetzt etwas in deinem Leben? Oder ist das einfach, wo kannst du sagen, endlich muss ich den Leuten nicht immer nur sagen, doch, ich habe das, ich habe das. Jetzt ist es wie beleidigt. Ja, es ändert für mich vieles. Weil ich habe mir das jetzt seit 15 Jahren gewünscht, das zu machen. Ich bin dran, den fundierten wissenschaftlichen Beweis zu haben. Und ich will wirklich mit der Medizin in Zusammenarbeit fürchten gehen. Das ist so eine Vision für meinen nächsten Schritt. Wir könnten noch stundenlang miteinander schwätzen, weil es ist extrem spannend. Ja. Und ich hoffe, es kommen ganz, ganz viele Leute zu dir, wo du wirklich kannst helfen. Und ich glaube, dass du kannst helfen. Es ist heute sogar wissenschaftlich bewiesen. Vielen herzlichen Dank, dass wir so einen kleinen Einblick haben bekommen in dein Leben oder in deine Hellsichtigkeit. Und danke vielmals, dass vielmals wir das so Dr. Amicic und am Team. Danke vielmals. Das war es von der Sendung «Einfach Mensch». Wenn ihr Lust habt auf weitere so spannende Geschichten von Menschen, dann seid ihr immer am Dienstag oben auf Schweiz 5 absolut richtig. Mich würde es freuen. Ich wünsche euch eine gute Woche und habt Sorge zueinander. Oh, wir sind doch auch nur aus Mensch, Knochen und Fleisch. Ein Herz, das schlägt, Seelen und Geist. Einfach nur Mensch.